fast 2000 Euro im Monat. Ach, Wahrheit, hör auf. Und was macht er mit dem Geld? Das versäuft er die Hälfte. Mit dem Monat im 15 hat er wieder kein Geld. Da will ich mit ihm fortgehen. Ich hatte Hartz IV Geld und muss ihn miternähren. Na. Ja. Das glaube ich denn nicht. Ja, das ist wahr. Der verdient 2000 Euro und du musst ihn mitverdienen. Was? Ja, miternähren. Gut, das gleiche wird auch, wenn wir fortgehen, dann bezahlt er. Ja? Dann kommt er zum Wochenende zum Fressen. Braucht er auch eine Frau? Nein, der will nur saufen haben. Der geht nur zum Hirsche und saufen. Ja, da kann ich so ein Ficken und so. Ich weiß nicht, manchmal denke ich, ist er schwul, ich weiß nicht. Aber ich suche eine zum Fegeln und auch gleichzeitig eine Beziehung. Kein Problem. Die ich lieben möchte und wirklich, und ich stelle mir vor, und dann gehen wir beide mal von denen zu dritt vor oder zu viert. Groß verdient tue ich, ich verdiene zwar relativ gut, aber nicht so, dass ich jetzt großes Vermögen habe. Ich muss auch auf, weil ich aber hier abzahlen muss. Ne? Mein Budget liegt auch nicht so weit hoch. Also deswegen, sie muss halt so gut raus sein, sagen wir so. Sie muss gut raus sein. Figurmäßig, wie soll sie sein figurmäßig? Ach Gott, ich brauche nicht zu schlank sein und auch nicht zu dick. So wie ich, du kannst ruhig ein bisschen Bauch sein haben. Ja, aber ich muss wissen, was für Hobbys du hast. Also ich schwimme. Ich muss dir ja anreden und sagen. Also Hobbys bin ich, also ich fegeln gerne. Ja, das muss ich, das willst du ja auch wissen. Ja, das war alles muss. Bitte, wir fahren jetzt zwei, die jetzt runterkommen. Sofort. Ja? Beide. Sofort. Also in der Richtung können wir also schon wunderbar. Kann auch schwer zu sein, mir egal, aber so. Muss sie kochen können? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Kannst du kochen? Ja. Sie muss sauber sein. Sauber? Sauber. Gut. Keine Krankheiten. Nein, ich verstehst du, ich muss schon wissen. Ja, nee, ich bin sauber, kann sagen. Sie muss sauber sein. Und kochen brauchst du gar nicht. Und sie braucht auch nicht arbeiten. Hauptsache, sie kriegt ein bisschen Unterstützung vom Amt. So wie du. Verstehst du? Ja, also sag mal so, kannst du ein bisschen mollig sein. Ja, kann auch etwas mollig sein. Braucht nicht Superfigur sein, aber etwas mollig, so wie ich. Aha. Bin ja auch nicht ganz schlank. Ja, aber weißt du, ich muss halt schon wissen, auf was du stehst. Das ist richtig so, ja. Treibst du Sport? Zurzeit nicht, aber wenn, dann schwimme ich gerne. Du schwimmst gerne, aha, du schwimmst gerne. Ja, dann müsste ich mal mich mal treffen und dann alles aufschreiben. Ich kann, wenn es mal klappen sollte, ich sag dir, weggehen können wir mal vor und ich gebe auch gerne einen aus, aber wenn du sagst, das kostet Geld, das kann ich nicht. Ein Moment mal. Verstehst du? Von nichts kommt nichts. So. Du musst mich auch schon verstehen. Ach so. Ja. Ein kleines Entgegenkommen. Wie viel? Ja, das muss ich dir dann halt. Ja, so, wichtig. So hält man sich Wasser. Ja, und rasiert muss ich sein. Oh, siehst du, wir verstehen uns. Ich hat sich ein neues Auto gekauft. Ja. Ferramus. Ja, nach 10 Jahren. Nach 10 Jahren. Nach 20 Jahren das erste Auto wieder. Ja, also für mich ist es halt schon wichtig. Ich verstehe das schon. Ja, ich habe nicht das große Geld. Ich habe eine Partnervermittlung, aber die wollen richtig Kohle haben. Kohle und ja, Ende. Ja, Partnervermittlung, Italiener tutto mondo. Ja, ich verstehe auch nicht, wie du dir das eigentlich vorstellst. 600 Euro, das geht nicht. Ey, du musst eins verstehen. Hm. Das Leben ist so kurz. Ja. Das muss man genießen in vollen Zügen. Das ist wahr. Wenn man es hat. Wenn man es hat. Und wenn man es nicht hat, hast du Pech gehabt. Und was für Hobby? Fährst du gerne Fahrrad? Ja, ich fahre gerne Fahrrad. Zurzeit habe ich keins, aber ich fahre gerne in die Berge und ans Wasser. Mhm. Könntest auch ab und zu mal. Ich kenne einen Beispiel, der kommt aus Indien. Hättest du Probleme mit Indien? Eigentlich auch nicht. Eigentlich, aber das ist nur so mehr, so weiß ja. So. Sex. Nee. Gebäh! Wie meinst du das jetzt? Ja, die brauchen Sex ohne Ende. Ich auch. Ja. Machst du das einmal am Tag? Hältst du das aus? Das schaffe ich nicht. Das halte ich nicht aus. Normalerweise nicht. Wenn ich jemanden habe, dann mache ich das 3-4 Mal am Tag. Tag? Ja. Das ist gut. Das muss ich mir alles aufschreiben. Wir müssen das so machen. Wir gehen mal einen Kaffee trinken. Wenn es möglich wäre. Bist du jetzt mit dem Auto da? Ich bin mit Auto hier. Aber ich muss nachher gleich. Hochkommen. Zeig mir das Auto, damit ich dann auch der sagen kann, dass du ein aber Auto so, hast. Wie teuer bist du? Ja, ich mache deinen Freundschaftspreis, okay? Ich mache deinen einen Entgegenkommenspreis kombiniert mit Freundschaftspreis. Man hat eine Betreuerin, kann ich dir auch sagen. Die hat mir das eingeschränkt. Ich kann nicht immer noch? Ja, die läuft noch 4 Jahre noch. Warum noch? Durch meine Insolvenz. Ach so. Ich kann nicht alles runterholen, das geht nicht. Aha, aha. Ja. Aha. Deswegen, sie braucht nicht unbedingt einen Beruf haben, aber sie muss, so wie du, von Stütze etwas leben.
Aha. Du bist halt so, du willst halt etwas Zivilisiertes haben, sagen wir mal so halt. Ja. So Kinder, deutschmäßig, alles. Oder? Dick, mollig. Machen die den Ausländerin. Deutschen, die wollen nur Karriere haben. Also, Dresdner Bank, große Dresdner Bank. Großer Kürzel der Weg, Dresdner Bank. Dresdner Bank, da. Da. Und dann wieder um die Ecke. Ja, ja. Warum packst du denn da hin? Weil ich da keinen gefunden habe. Ich möchte eine Familie haben. Du willst eine Familie haben?